Stürmisches Ahoi und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft House. Ja, Freunde, wir haben gerade wieder unsere richtig stylische Sonnenbrille auf, damit wir auch richtig stylisch unser neues, freshes Haus angucken können. Denn, Freunde, ich war nicht faul in der letzten Zeit. Nein, ich habe weitergebaut an unserem Haus. Und deswegen würde ich sagen, auf drei, Leute, auf drei gucken wir uns das nice Haus an. Also, eins, zwei und drei. Leute, schaut es euch an, was sich bei unserem Haus geändert hat. Wir hatten bisher immer nur eine untere Etage, Freunde. Und jetzt, Leute, guckt es euch. Komm, wir gehen mal in den Garten. Wir gehen mal hier rein. Wir können auch das Tor offen lassen. Wenn Spaghetti ein bisschen Auslauf braucht, dann kann er sich den holen. Schaut es euch einfach mal an. Die untere Etage, die habe ich erweitert mit einer zweiten Etage und sogar schon ein Dach ganz oben angefangen, Freunde. Und das sieht doch mega cool aus. Wir gehen gerne mal rein. Wir haben nämlich in der letzten Folge 16 Smaragdblöcke bekommen, weil ihr mal wieder so richtig fleißig wart und so richtig den Like-Button gerockt habt, haben wir eine Belohnung bekommen vom Bürgermeister Gehilfen und das waren 16 Smaragdblöcke. Und davon konnten wir uns einige nice Sachen hier kaufen, Leute. Ja, wir haben zum Beispiel hier hinten einen freshen Garten eingerichtet. Spaghetti, guck ihn dir mal an hier. Hast du den schon gesehen? Hier ist leckerer Garten. Da haben wir den frostigen Garten, den windigen Garten und ich glaube, hier vorne haben wir nämlich auch noch den tropischen Garten, Freunde. Den können wir nämlich ernten und dann kriegen wir ganz leckere Früchte und daraus können wir uns ein leckeres Essen machen und das ist doch sehr, sehr nice. Ja, ansonsten haben wir noch natürlich einige andere Sachen hier im Haus hinzugefügt. Ich glaube, unsere Mutter ist gerade nicht da, aber wir haben jetzt eine Küche. Ja, Freunde, wir haben tatsächlich die Küche mit einem eigenen Kühlschrank, wo natürlich leider nichts drin ist, weil wir haben wieder, wie immer, nichts zu essen im Haus, Leute. Wir müssen uns wahrscheinlich wieder Pizza bestellen oder so vom städtischen Pizzaservice. Ja, dann haben wir hier eine verschiedene Zimmeraufteilung. Hier vorne ist noch irgendwie so ein Wohnbereich oder sowas. Hier ist unser kleines Badezimmer. Ist das nicht niedlich? Mit einer eigenen Toilette und einem Waschbecken und auch ein bisschen, Freunde, hier haben wir auch ein bisschen Toilettenpapier. Das ist auch wichtig, wenn man sich dann so auf Toilette setzt und dann hat man da direkt vor sich das Toilettenpapier. Das ist doch sehr, sehr praktisch. Ansonsten haben wir hier noch das Zimmer von unserem Schinken. Was machst du hier drin? Was machst du hier in dem Zimmer? Willst du gar nicht rauskommen? Ich habe mich schon gewundert, dass du hier nicht an dieser komischen Treppe warst, weil sonst hingst du eigentlich hier permanent herum. Aber jetzt scheinbar nicht mehr. Willst du rausgehen? Na los, Schinken. Ab in die Freiheit mit dir. Raus aus dem Zimmer. Ansonsten gehe ich alleine. Tschüss. Kannst du durch die Tür zu machen? Willst du deine Ruhe haben? Da guckt Schinken wieder durch die Wand. Erinnert ihr euch an dieses Bild, Freunde? Erinnert ihr euch an dieses Bild, wie Schinken immer durch die Wand geguckt hat in Maus? Das war so geil. Genau, dann haben wir hier noch unser Zimmer, Freunde. Ja, mit einem perfekten Ausblick hier auf den wunderschönen Baum, der da vor uns ist und das Haus der Nachbarn, wo wir dann richtig schön reingucken können. Unser Bett und so weiter. Und ja, natürlich auch noch ein paar anderen. Wo ist unser Computer? Hä? Wo ist unser Computer? Hier stand sonst immer unser Computer. Habe ich den irgendwo... Spaghetti, habe ich unseren Computer irgendwo hingestellt? Wo ist der denn? Hä, der war doch hier. Der war hier drauf. Hundertprozentig haben wir unseren Computer darauf gestellt. Das kann doch gar nicht sein. Ist der irgendwo anders? Haben wir den irgendwo hingelegt oder sowas? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist unser Computer hin, Leute? Wenn wir den Computer nicht haben, können wir nicht in Maus reisen. Wir brauchen den Computer, um in Maus zu reisen. Haben wir den hier irgendwo hingestellt? Schinken, hast du unseren Computer gestohlen? Gib's zu. Nee, scheinbar nicht. Der gibt es nicht zu. Ich lasse mal die Tür offen. Der kann auch eigentlich gar nicht in mein Zimmer gekommen sein. Der kann ja schließlich keine Türen öffnen. Spaghetti. Vielleicht ist das hier ein Buch? Hol ihn dir doch. Muahahaha. Nein, das gibt's nicht. Wisst ihr was? Das gibt es nicht. Das kann nicht wahr sein. Spaghetti, weißt du, was los ist? Ich glaube, dass Aiden hier war. Hundertprozentig. Es gibt nur eine Person, die so einen Mist verbocken würde. Und das ist Aiden. Ich glaube, Aiden hat unseren Computer gestohlen. Und hat hier, um uns zu ärgern, einfach so ein blödes Buch hingelegt. Und es da reingeschrieben. Das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein. Der treibt mich noch zum Wahnsinn, Freunde. Dieser Junge treibt mich noch in den absoluten Wahnsinn. Oh mein Gott. Spaghetti, komm bitte. Komm. Wir brauchen unseren Computer. Wir müssen unseren Computer zurückholen. Hast du eine Ahnung, wo Aiden wohnt? Ich weiß es nämlich leider nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Aiden wohnt. Da vorne ist noch der eine Hund, der Süße, der die ganze Zeit sitzt. Aber Freunde, wir brauchen unseren Computer zurück. Das heißt, wir müssen irgendwie herausfinden, wo Aiden wohnt. Und was machen wir da am besten? Wir könnten mal den Geheimagenten fragen. Vielleicht hat der irgendwie eine Ahnung, wie wir bestenfalls an Aiden kommen und unseren Computer zurückholen können. Weil mir fällt niemand anderes ein, der so dreist wäre und uns versuchen würde zu ärgern. Freunde,
Und außerdem hatten wir auch gesagt, dass wir uns mal an Aiden rächen werden, Leute. Und das machen wir auch. Wir werden uns jetzt an Aiden rächen. Ich muss mir unbedingt was ausdenken, wie wir es Aiden heimzahlen können. Vielleicht können wir ihm ja auch irgendwas aus seinem Haus stehlen. Vielleicht hört er denn ja mal auf, uns zu ärgern. Hoffentlich ist der Geheimagent überhaupt zu Hause, Spaghetti. Kommst du mit? Ja, okay, sehr gut. Ja, Freunde, wir müssen natürlich schauen, dass der auch erreichbar ist. Und ansonsten, falls er nicht da ist, wer bist du denn? Hallo. Falls er nicht da ist, dann können wir immerhin noch in der Stadtverwaltung oder so. Oh Gott, wir sollten mal die Sonnenbrille abnehmen, sonst denkt er noch, wir sind irgendwelche komischen Einbrecher hier. Außerdem sieht es viel nicer aus ohne die Sonnenbrille. Spaghetti, willst du mit reinkommen oder du bleibst lieber draußen, ne? Wartest du hier draußen auf mich, bevor du hier irgendwie beim Geheimagenten oder so mit reinkommen musst, dann bleibst du am besten draußen. Ansonsten sperrt er dich wieder in seinen Keller oder sowas. So, ich glaube, wir können jetzt hier durch dieses Gemälde durchgehen. Wollen wir mal luschern, ob der Geheimagent überhaupt da ist? Da sitzt er! Da vorne! Da vorne ist der Geheimagent! Hallo, Geheimagent! Hi! Tut mir leid, dass ich störe! Na, Sir, also, hey, Easy, was gibt's? Ja, was soll ich sagen? Aiden hat meinen PC gestohlen. Und ich will den wiederhaben. Ich will den Computer wiederhaben. Kannst du mir sagen, wo der wohnt? Wo ich den... Hm, wenn das so ist, schreibt er. Ja, so ist es nun mal. Aiden wohnt in der westlichsten Straße. In der westlichsten Straße? Wo ist denn westlichste Straße? Nur für den Fall, nimm den hier mit. Was ist das? Ein Eimer? Ein Eimer mit blauem Schleim? Okay, sollen wir den trinken oder was? Schmeckt der denn? Danke auf jeden Fall, Geheimagent. Danke für diesen leckeren Schleim, den du uns zu trinken gegeben hast. Das wird bestimmt lecker sein. Kann man den trinken? Ich weiß nicht. Man kann ihn nicht trinken. Man kann ja auch kein Wassereimer trinken. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier raus aus der Geheimagentenbasis hier vom Geheimagenten. Machst du die Tür hinter uns zu, Geheimagent? Kannst du die Dingstür wieder zumachen? Ich sehe gerade einfach nur einen Globus als deinen Kopf. Und dann gehen wir mal wieder hier nach draußen. Oh, was haben wir hier gerade falsch gemacht? Standen wir nicht mittig genug? Oh Gott, Freunde, wir müssen, glaube ich, richtig mittig stehen, damit wir hier rauskommen. So. Okay. Wir sind draußen, Freunde. Spaghetti müsste ja noch draußen auf uns warten. Ja, wir haben einen Eimer mit blauem Schleim von ihm bekommen und Aiden wohnt in der westlichsten Straße. Sehr interessant. Ich weiß, dass der Westen da vorne ist, weil hier vorne stand mal ein Schild. Da stand nämlich drauf, wo Westen ist und so. Und das war da vorne. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir irgendwie in die westlichste Straße kommen. Ich hoffe, Spaghetti begleitet mich noch. Ja, da ist er ja. Sehr gut. Wir gehen natürlich die Hauptstraße lang und dann schauen wir mal, ob wir den Aiden da vorne finden. Na, Spaghetti. Hier werden keine Schafe angegriffen. Kannst du vergessen. Komm mit. Sei ein braver Hund. Lass die Schäfchen in Ruhe. Du kriegst genug zu fressen von mir. Keine Schafe hier irgendwie. Und so. Es muss nicht sein. So, wir gucken mal, Freunde. Ich glaube, wir sind eigentlich schon ziemlich weit im Westen. Hier stehen wieder irgendwelche komischen grünen Frauen auf der Straße. Was auch immer die hier wollen und machen. Keine Ahnung. Spaghetti, du bleibst am besten hier. Ich sehe da schon wieder ein unschuldiges Lämpchen und du hast schon wieder deine Augen auf das gerichtet, ne? Mein Freund, das muss ja nicht sein. Also, wir gucken mal. Ich glaube, hier, ja, hier vorne ist der Strand und da sind gruselige Monster und hier vorne ist der Strand und von daher sind wir jetzt im Westen. Okay, Spaghetti, weißt du was? Du bleibst jetzt einfach mal hier sitzen. Wir schauen uns mal um, Freunde, ob wir hier tatsächlich in der westlichsten Straße Aidens Haus entdecken. Entweder ist es das hier vorne, was schon sehr danach aussieht, weil ich meine, wer würde sonst einfach mal einen Magma Weg nehmen und Stacheldraht an seinen Zaun machen. Keine Ahnung, wer das sonst so verrückt wäre. Oder das da vorne. Und ich glaube, da ist die Straße auch schon vorbei. Also es muss ja eins dieser Häuser sein. Ich glaube, wir gucken erstmal an dem hier, weil das sieht einfach mehr nach Proll und nach Aiden aus. Also das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, Freunde. Wir können Aiden natürlich einerseits einen Streich spielen. Ne? Wir könnten aber auch einfach an seiner Tür klingeln und ihm sagen, was wir davon halten. Oder wir gehen irgendwie von hinten ins Haus oder sowas. Mal gucken, ich weiß nicht, ob der Aiden zu Hause ist. Ich glaube, wir versuchen mal von hinten einfach da in das Haus reinzukommen. Mal gucken, ob es hier irgendwie so eine Art Trick gibt, wie man nur reingehen kann. Ich glaube, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir können hier drüber... Oh, ein Zombie! Oh Gott! Und ein Enderman! Der hat hier eine richtige Verteidigungsanlage aufgebaut, glaube ich, Freunde. Ah, hier ist ein Pool. Okay, Freunde, wir müssen jetzt schauen, dass wir unseren Computer irgendwie wiederfinden. Ich weiß nicht, ob der Aiden da ist. Falls der da ist, kann es natürlich sein, dass er uns hier irgendwie... Wir sollten unbedingt unsere Ninja-Sachen anziehen. Wir sollten unbedingt so hier rumlaufen, damit wir nicht so auffallen. Und vor allem... Oh Gott, hört ihr das? Hier sind Zombies. Ich höre Zombies. Oh Gott, hilf mir! Genau, und vor allem, falls der Aiden uns sieht, dass wir ganz schnell fliehen können und er nicht weiß, wer wir sind. Okay, ha! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Was bist du denn bitte? Ich glaube, das ist gefährlich, Freunde. Ich glaube, das ist ein sehr gefährliches Monster. Das sieht auf jeden Fall nicht sehr nett aus. Der hat hier einfach seine eigene Monsterarmee in dem Haus.
Und wir kommen da nicht rein. Was sollen wir denn machen? Hilfe! Das sieht wirklich gefährlich aus, Freunde. Wir bleiben besser draußen. Oder gucken mal, ob wir einen anderen Weg da reinfinden. Ich glaube, das grüne Monster, ich glaube, die sind nett, weil die sehe ich auch immer auf der Straße. Die greifen uns nicht an. Die grünen Monster sind nett, aber dieses komische Vieh, was da vorne drin ist, wo ist es hin? Wo ist es hin, Freunde? Wir müssen aufpassen, wenn es hier irgendwo noch einen anderen Ausgang gibt und das hier irgendwie... Das ist wahrscheinlich ein Security Agent oder sowas. Hier ist ein Pool, Freunde. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie in dieses Haus kommen, ohne dass seine Security-Leute uns hier, ja, an den Kopf wollen, um den Kragen und wie auch immer man das sagt, keine Ahnung. Hört ihr das? Hört ihr das? Hier ist eine Hexe. Hier ist eindeutig eine Hexe irgendwo. Oh mein Gott. Was ist hier los, Freunde? Was ist das denn für ein Haus, wo wir hier einbrechen wollen? Ich glaube, wir haben uns echt das Falsche ausgesucht. Falls es überhaupt Aidens Haus ist, da ist eine Spinne. Die ist ja auch nur eine Spinne. Und da liegt ein Faden. Das heißt, eine scheint schon irgendwie gestorben zu sein oder sowas. Alter Falter, was ist denn hier los? Oh, das ist das liebe Monster. Das ist das liebe Monster. Nur wie kommen wir jetzt in sein Haus rein? Können wir hier vielleicht hochhüpfen? Okay, das sollte funktionieren. Wenn wir jetzt hier... Oh, Hilfe! So... Okay, und, na, wieso kann ich da nicht hochhüpfen? Hier über mir ist doch nichts. Hier über uns, ah, wir haben es geschafft, okay. Wir haben es geschafft, oh, hallo, Lady, hello, Ma'am, alles easy hier, alles kein Problem. Und da vorne ist die Hexe mit einer Katze. Seht ihr das? Da ist die Hexe mit einer kleinen Lola. Sie kommt zu uns. Okay, das ist eine Babyhexe. Das ist eine Babyhexe mit einer Katze. Wir sollten echt aufpassen. Ich glaube, die sind sehr gefährlich. Ich glaube, die sind sehr, sehr gefährlich, Freunde. Oh, was sollen wir denn jetzt machen? Was sollen wir denn jetzt machen? Die läuft wieder weg. Da ist die Babyhexe, da ist ein Zombie. Oh mein Gott, was für ein Haus wohnt er denn bitte schön? Also ich hätte auch gern so viele Monster in meinem Haus. Da ist ein Hebel. Hört ihr das? Hier ist irgendwie eine Art Hebel. Das gibt's nicht, was ist da? Ah, Hilfe, du tust mir nichts, ne? Was ist denn da passiert? Da sind Zombies drin. Oh Gott, nicht, dass wir noch mehr von den Viechern befreit haben. Und irgendwelche Kolben sehe ich da. Da scheint irgendwas... Der Zombie geht durch eine Tür, da scheint was aufgegangen zu sein, Leute. Wir müssen in dieses... Und da ist ein Tresor. Da vorne ist ein Tresor. Wir müssen in dieses Haus rein, Freunde. Wir müssen einbrechen in dieses Haus und gucken, ob er vielleicht da drin irgendwo meinen Computer aufbewahrt. Ob er unseren Computer da drin aufbewahrt, Freunde. Aber wir dürfen uns natürlich nicht von den Monstern irgendwie angreifen lassen. Du guckst mich nur an, ne? Du bist ein liebes Monster. Okay, Freunde, wir gehen jetzt in das Haus. Oh mein Gott, nein, da ist dieses gruselige Monstervieh. Vor dem habe ich am meisten Angst, Leute. Vor dem habe ich am meisten Angst. Wir gehen von oben rein. Am besten, wir gehen von oben rein, ohne dass dieses Monster da irgendwie auf uns zukommt. Hier sind Zombies. Schnell hier rein. Zu. Okay, 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 okay. Wir sind safe. Wir sind safe. Wir sind erst einmal safe, Freunde. Quasi in seinem Safe Safe. Oh mein Gott. Hallo, Hilfe. Wir sind hier gefangen. Wir brauchen dringend Hilfe. Okay, Leute, wir gucken mal rein. Und da ist er. Da ist unser Computer. Ich hab's euch doch gesagt. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Ist da gerade eine Tür aufgegangen? Ich glaube, da passiert irgendwas gerade. Wollen wir mal gucken? Da vorne ist ein Zombie an der Bar. Trinkt der... Oh mein Gott, da ist Aiden. Da ist Aiden. Nein, 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 nein. Ah, was, wenn er uns sieht? Vielleicht sind das gar nicht seine Zombies. Vielleicht wird sein Haus einfach überfallen von den Monstern. Was macht der denn da? Ist er... Oh, oh. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott. Warum schießt du auf uns? Was soll das denn bitte? Der schießt einfach auf uns. Leute, schnell weg hier. Oh mein Gott, warum? Ja, nur weil wir hier bei ihm eingebrochen sind, oder was? Ich meine, Entschuldigung, du hast meinen Computer geklaut, nicht umgekehrt. Du Verrückter. Da unten ist der. Ey, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wisst ihr, was wir jetzt machen, Freunde? Der Geheimagent hat uns ja einen Eimer gegeben mit blauem Schleim. Ist er da? Seht ihr ihn? Okay, er ist da unten. Okay, Leute, da. Ah, Hilfe. Schnell weg da. Ich hoffe, damit hat er seine Lektion mal gelernt. Wo ist er? Da schwimmt er. Schnell weg, Spaghetti. Komm mit, bitte los. Vor allem, wir haben unsere Sachen an. Das heißt, er weiß vielleicht nicht mal, dass wir das sind. Komm, Spaghetti. Lass uns gehen. Ab da. Wir haben sein Haus ruiniert. Jetzt hat er so ein richtig schönes Schleimbad da. Das hat er auch absolut verdient, Freunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es dem Elden heimgezahlt und wir haben unseren wunderschönen Computer wieder. Ja, das war also eine sehr erfolgreiche Folge heute, Freunde. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video, mit der heutigen Folge von Minecraft House. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!